Hurra, hurra, meine Schutzpatronsymbole sind da. Ich freue mich sehr, euch die neuen Symbole, die Babys in meiner Sammlung zu zeigen. Die Schutzpatronsymbole haben sich schon vor einigen Jahren angekündigt. Ich kann mich erinnern, das erste Symbol, das war Franziskus, das bekam ich 2013 übermittelt. Und in weiterer Folge waren es dann insgesamt 33 Symbole von Schutzpatronen und Heiligen. Ich bezeichne sie absichtlich Schutzpatrone, weil heilig zu sehr mit Religion oder Kirche in Verbindung stehen könnte. Und das könnte dann auch falsch interpretiert werden. Als erstes entstehen immer die handgefertigten Symbole. Das ist zum Beispiel das Symbol von Stephanus oder von Stephan. Es ist transparent, es ist biegsam. Man kann es auf ein Glas, auf ein Wasserglas geben. Man kann es am Körper tragen. Man kann es auf die Chakren legen oder natürlich unter das Kopfkissen. Man kann es auch verwenden, um die eigene Kosmetik oder Nahrungsmittel zu energetisieren. Es kommt so in der Form verpackt. Also ihr seht, das ist die Verpackung. Manche haben eine Scheu, es auszupacken, weil eben es aussieht wie ein Bild mit einem Passepartout. Aber die Symbole wollen benutzt werden. Die möchten in unser Leben integriert werden. Und deshalb habt keine Scheu, sie auszupacken und zu benutzen, am Körper aufzulegen, hauptsächlich auf die Chakren oder auf Körperstellen, die vielleicht schmerzen. Im zweiten Schritt sind dann die Symbolkarten entstanden. Ich habe sie schon kurz gezeigt. Hier zum Beispiel das Symbol von Cecilia, von Christophorus oder von Ines, Johanna, Katharina oder von Nikolaus. Diese Symbole werden verwendet, um alte Themen anzuschauen, um alte Themen aufzuspüren, um alte Themen aus diesem oder früheren Leben mit neuen Möglichkeiten aufzulösen, zu erkennen, zu transformieren. Es geht dabei um alte Glaubenssätze, es geht dabei auch um alte Blockaden oder Blockierungen, um alte Wertvorstellungen. Das heißt, sie kommen genau richtig in unsere Zeit, wo wir gerade dabei sind, die Spreu vom Weizen zu trennen, wo wir gerade dabei sind, Vergangenes loszulassen, um uns frei zu machen für einen großen Schritt in die neue Zeit. Die Symbole haben wir diesmal dreisprachig, also auf Englisch, Deutsch und Spanisch. Und die Symbole kommen mit einem Begleitheft. In diesem Begleitheft wird am Anfang kurz erklärt, was man mit diesen Symbolen machen kann, wie man sie verwenden kann. Beispielsweise, wie man einen Schutzkreis legt, wie man einen Cuttingkreis legt, wie man das richtige Symbol auswählt oder wie man eine Tageskarte zieht, wie man Kristalle damit aufladen kann, wie man eine Energieübertragung machen kann. Also die praktische Anwendung dieser spirituellen Werkzeuge. Und ihr wisst, oder die, die mich kennen, wissen, dass ich die sehr praktische, irdische Botschafterin bin, die zwar die spirituellen Energien und Informationen aus der geistigen Welt empfängt, aber mir ist es immer wichtig auch zu sagen oder zu sehen, was mache ich denn damit? Denn einfach nur Symbole und Bilder anschauen und eine nette Affirmation lesen, wäre mir zu wenig. Das heißt, ihr könnt die Symbole für die Körperenergiearbeit verwenden, für Meditationen, ihr könnt sie auf die Chakren auflegen, ihr könnt damit Nahrungsmittel energetisieren, ihr könnt auch Kosmetik damit energetisieren. Also so wie ihr es bisher gemacht habt mit meinen Engelsymbolen oder den Meistersymbolen, mit den Symbolen von Maria Magdalena und ihren Weggefährten oder den Göttinnen-Symbolen. Und ihr seht hier, das ist ein flüssiges Symbol. Ich nenne es flüssige Symbole, weil sie die gleiche Energie enthalten wie die Originalsymbole. Das beispielsweise ist eine Aura-Essenz von Franziskus. Und falls ihr zu einem Symbol einen ganz starken Bezug entwickelt oder intensiver damit arbeiten wollt, dann könnt ihr zusätzlich
zu den Symbolen auch noch eine Aura-Essenz bestellen oder, wenn ihr wollt, natürlich auch eine Essenz oder ein Öl. Die sind genauso energetisiert, sie sind auch energetisch versiegelt, so wie die Symbole, sodass keine anderen Energien eindringen können. Und auch sie werden, so wie all meine Symbole, von der geistigen Welt permanent in der Schwingung erhöht. Das heißt, sie verlieren nie an Energie. Im Gegenteil, ihre Energien werden immer höher und höher schwingen. Es ist für manche Menschen schwierig, diese Energien zu spüren. Nichtsdestotrotz sind sie in den Symbolen und den Essenzen enthalten. Ja, ich freue mich selber schon sehr auf die Entdeckungsreise mit den Symbolen. Ich habe sie erst heute bekommen. Und ich wünsche euch ebenso viel Freude und tolle Erfahrungen. Und ich wünsche euch eine gute Zeit damit. Alles Liebe.